Willkommen zu einer neuen Episode. Wir spielen den Minenarbeit.de Minecraft Multiplayer Server. Ich bin hier mal wieder auf Wiesenfels oder beziehungsweise auf Neuwiesenfels zugange. Mit Lady Seifenblase. Und wir haben hier gerade große Visionen, was wir hier noch aus meinem Turm machen können. Und sind da jetzt fleißig bei, diesen Turm, ich laufe da mal eben hin, so ein bisschen zu gestalten. Ich bin jetzt hier an der Seitenwand noch beschäftigt, weil ich hier gerade gesehen habe, dass da noch so ganz viel Erde drin war. Hier soll aber ein bisschen imposanter aussehen. Weiter kann ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht bohren, weil dort... ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, sorry. Weil dort noch... Ach, ich habe keinen Schönstein mehr. Gut, dann werde ich mir den mal eben machen. Mit frischem Schönstein geht es jetzt weiter. Das wird jetzt hier noch so eingefügt. Und dann schauen wir uns den Turm auch gleich ein bisschen aus der Entfernung. Ah, ja, so doch nicht. So wird das gemacht. Den hole ich mir gleich, den Block da oben. Alten Störenfried. Dann schauen wir mal hier. So. Wir hatten nämlich die Idee. Ihr seht, es ist hier sehr bunt, ne? Obwohl es geht. Wir hatten hier die Idee, hier soll eine Wasserwand mit Glas davor hingebaut werden. Jetzt setzen wir hier, die Seifenblase hat da so eine Vision, dass das nicht so symmetrisch wird. Ich bin da sehr gespannt. Es sieht, glaube ich, sehr interessant aus. Da ist noch ein störender Block. Das sehe ich auf Anhieb. Der hier. Und auch diese... Ach nee, das soll wohl so sein. Okay. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich was falsch gemacht habe. Ich will hier jetzt natürlich auch nicht dazwischen funken. Also, jetzt gucken wir uns den mal aus der Entfernung an. Mhm, dazwischen, das wird gleich aufgefüllt mit Glas. Und dann gehen wir oben hin. Und dann, ich gebe mir mal eben, dann füllen wir das. Ja, genau. jetzt Glas rein. Mal gespannt und dann wollen wir das mich von oben, dann gehen wir oben drauf irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen, und kippen von oben dann Wasser rein. Ja, machen wir das noch. Ach, sie hat sogar Glas dabei, das wusste ich gar nicht, das ist ja super. Na, das läuft ja hier wie geschmiert. Jawohl. Lady Seifenblase ist übrigens hier nicht nur Mod, sondern auch die Erbauerin der unterirdischen Stadt Alcave. Ja, also merkt euch diesen Namen, den findet ihr, Alcave findet ihr also gut vom Zentralplatz aus. Es ist nicht weit entfernt, da geht ihr den Ocean Drive runter und dann findet ihr auch schon die ersten Hinweisschilder nach Alcave. Wenn ihr Glück habt, ist dort unten sogar noch gerade eine Wohnung frei, da könnt ihr euch diese Wohnung reservieren. Das gilt allerdings natürlich nur für Siedler hier, Leute, die hier schon Baurechte haben und als liebe Mitmenschen bekannt sind. Was jetzt? Ach, so macht sie das. Direkt von oben macht sie schon Wasser rein. Das ist ja... Alles überschwemmt. Guck mal, bis wohin das fließt, meine Güte nochmal. Alles kaputt. Hoffentlich macht mir das jetzt auch nichts kaputt. Ist egal. Bauen wir neu. Ah, gut. Das war nass. Hier ist auch immer noch irgendwie... Ja, das dauert, bis das dann so abfließt. Ne? Kann man mal sehen, was man so... Das ist alles da hinten vollgeflossen jetzt schon, ne? Meine Güte, wo das überall hinfließt. Jetzt muss ich mal... Gott sei Dank habe ich unten noch nicht... da kommt noch ein Shop hier drunter. Gott sei Dank ist der noch nicht eingerichtet. Da können wir also jetzt nichts kaputt machen. Du liebes bisschen. Herrje. Okay. Na, da gucken wir mal. Ach, guck mal. Super. Boah. Ja. Das sieht doch mal gut aus. Hier unten fehlt noch eine Scheibe. Ich habe aber jetzt keine dabei. Hier fehlt noch
Glas. Aha, super. Mensch, klasse. Ja, das ist, ich hatte schon lange überlegt, was ich denn da wohl an diesem, mit diesem Turm noch machen soll, ne? Ich find's gut. Na? Richtig super. Eigentlich haben wir da nur so den Holzweg angelegt da oben und dann kamen wir da an dieser Erdwand vorbei, da war nur so Erde drin und dann haben wir uns das aus der Entfernung angeguckt. Ne? Das ist die Burg Wasserfels. Ich habe auch schon eine Idee, was man noch weitermachen könnte da unten drunter. Das verrate ich euch jetzt natürlich jetzt noch nicht so. Na, aber es passt gut zu Planungen, die ich jetzt auch sowieso schon habe hier in der Stadt. Ihr wisst ja, ich baue hier, das war meine Ursprungsburg da oben. Das gehört alles zur alten Burg. Hier auf dem Server. Und zu erreichen mit der Bahn nach Wiesenfels oder mit dem Portal und den Rest dann zu Fuß, bitteschön. Erkundet die Gegend hier. Bauen könnt ihr meiner Gegend nicht, das sage ich euch jetzt schon mal hier. Ne, weil hier ist alles reserviert für den Fürsten von Wiesenfels, das ist ja wohl klar. Da könnt ihr nicht auf seinen Ländereien irgendwie euch niederlassen, ne? Land haben wir hier noch genug. Leute, die sich keine Mühe geben, haben wir leider auch noch genug, die dann irgendwie gar nicht wissen, was sie machen sollen. Also, beziehungsweise, die sich halt nicht um ihr eigenes Land kümmern. Ach, hier ist auch noch Pflanzen davor. Ja, klar, warum nicht? Schön. Ich habe mich jetzt auch so hier so ein bisschen zurückgezogen. Es ist gerade Sonntagnachmittag und wir haben den Server mit knapp 30 Leuten auch wieder voll. Viele Leute kommen natürlich leider nicht rein, das ist klar, ne? Weil, ja, aber da können wir nichts dran ändern. Das ist jetzt, wir müssen gucken, wie wir unsere Ressourcen einteilen. Das ist nun mal so, dass der Server heiß begehrt ist im Moment. Wir sind auch sehr streng inzwischen. Wir hatten schlechte Erfahrungen in den ersten Tagen gemacht, leider, aber das gehört dazu, glaube ich. Schlechte Erfahrungen gemacht. Wir mussten jetzt einfach auch strenger werden mit den Leuten, die wir hier so siedeln lassen. Besuchen kann uns jeder. Das ist ganz klar. Ne? Da ist jeder willkommen. Nur ob sich auch jeder hier niederlassen sollte und kann. Sehr fein. Ah, das ist natürlich wirklich... Ah, das gefällt mir total gut, wirklich. Auch das mit, mit dem Grün jetzt noch da drin, das hat wirklich was. Und das sind ja auch so Sachen, die wird man demnächst wahrscheinlich ja auch im Singleplayer gut machen können. Hier im Multiplayer-Server-Dingsbums ist das Laub gecheatet natürlich, ne? Und, aber demnächst wird man das ja selber schneiden können. Ich weiß nicht, wann Beta jetzt rauskommt. Ich habe auch ein bisschen Überblick verloren im Moment, weil es hier so viel zu tun gibt auf dem Server. Aber wie seht das... Tut sich erst, dachte ich ja, Moosstein fände ich jetzt auch nicht so gut. Der ist zu dreckig da oben, das ist, ne, da ist ja direkt mein Wohnsitz da drüber, da wollen wir, weil ich keinen ollen Moosstein haben. Der gehört nach unten ans Meer. Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Mal gucken, wie diese Seite geworden ist. Die ist jetzt etwas schlichter. Da habe ich nur das Wappen von Wiesenfels reingebaut. So, ne? Oh gut, da könnte man dann oben vielleicht auch noch was machen. Noch ein bisschen. Aber das ist jetzt nichts, womit ich mich jetzt befassen möchte. Ne? Schön. Hier werden auch noch Häuser entstehen. Ja, wir haben hier unten habe ich so eine Promenade gebaut. Die habe ich euch schon mal gezeigt, kurz. Ihr Gemüt erfreut, werter Fürst, ja. Wertester Fürst. Bitteschön. Ja.
Ja, wir haben hier viel Spaß teilweise. Ich muss mich nur wirklich teilweise dann mal ausklinken und dann eine Zeit lang gar nicht mehr reagieren auf Anfragen. Manche Leute kommen auch wirklich dann immer mit irgendwie ja, so einfachem Zeug, wo ich dann sage, Mensch, Leute, das könnt ihr doch selber rausbekommen. Was gibt's denn da jetzt, da die Admins zu belästigen mit? Die haben, es glaubt ihr ja nicht, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber so Admins haben die, wenn so ein Server läuft, hinter den Kulissen die ganze Zeit irgendwas zu tun, ne? Und wenn das nicht klappt, dann diesmal sei dir noch mal verziehen. Verehrteste Lady. Naja, gut, wir haben hier viel Spaß. Man muss sich ab und zu ausklinken, ne? Um hier auch mal so einfach mal so ein bisschen auch mal wieder ein bisschen was zu genießen. Ne? Im Grunde habe ich auch den Eindruck, jetzt schreit er uns an, bin gleich wieder on. Ja, das ist schön, Tobias. Ich kenne ihn noch gar nicht, da muss ich auch gleich mal hingehen. Guck mir das mal an. Ne? Scheint mir alles in Ordnung zu sein im Moment. Wie gesagt, nach den schlechten Erfahrungen achten wir jetzt so ein bisschen Messer drauf, wer hier hinpasst und wer nicht. Und sind dann strenger, zum Wohle halt der Allgemeinheit. Ne? Weil hier, wir haben auch schon viele Stammspieler, die wirklich jetzt jeden Tag hier schon kommen hier spielen und bauen, großartige Dinge hier hinmachen und viel Spaß haben. Und das möchten wir nicht gefährden, dadurch, dass das dann immer doch wieder Störenfriede darin hinkommt. Das wird es immer mal wieder geben, aber wir sind, wie gesagt, etwas strenger geworden. Gut, jetzt weiß ich gar nicht, was wir hier noch bauen. Ich habe auch noch nur noch 3 Minuten auf diesem Video. Ich kann euch nochmal, ich weiß jetzt gar nicht, ja, der Shop, der ist jetzt fast eingerichtet hier, der Wollshop. Da klappt jetzt hier das FN-Shop, feine Stoffe habe ich ihn genannt. Ne? Ist noch nicht 100%. Wolle kann man jetzt nur kaufen, weiße, das ist noch sonst aber nicht fertig. Ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von meiner Seite. Ich wollte euch hauptsächlich, den können wir uns zum Schluss nochmal angucken. Wie läuft das Geschäft? Auch noch nicht so bombig. Aber es ist ja auch noch nicht offiziell eröffnet. Gut, aber offiziell beende ich dann hiermit dieses Video. Ich freue mich, wenn ihr euch mal vorbeikommt auf dem Server. Hoffe, dass ihr auch dann reinkommt. Habt ein bisschen Geduld, versucht es halt ein paar Mal. Lest euch dann alles schön durch im Tutorial. Kommt nicht wegen Kleinkram zu den Admins immer. Ne? Unterhaltet euch mit Leuten, die ihr trefft und seid mal lieb und nett und so und habt viel Spaß noch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Vorbuddler, alias Fürst von Wiesenfels.